Du bist Liebe, der Podcast mit Herz und Humor. Bei diesem wundervollen Podcast geht es um Selbstentfaltung, Selbstbestimmung und auch der Selbsterkenntnis zum eigenen Bewusstsein. Heute endlich auch mal mit einem wundervollen Gast, und zwar der lieben Christine Arana Fader, Medium, Autorin, Designerin, whatever. All das kann sie und noch viel mehr. Und jetzt darfst du dich erstmal selbst vorstellen und ja, berichte mal, wie ist es auch dazu gekommen, dass wir in den Kontakt gekommen sind? Das ist auch immer schön zu hören. Ja, erstmal vielen Dank, Timo, für die Einladung. Ja, Sehr gerne. ich bin schon sehr, sehr lange auf dem spirituellen Weg und das Thema Bewusstseinserweiterung und Selbsterkenntnis ist mir wirklich mit das wichtigste Thema. Und halt auch Freiheit. Ja, ich bin so jemand, der wirklich alles tut, um Freiheit ja zu bringen zu den Menschen. Aber natürlich geht es nur dann, wenn man es auch selbst lebt. Ja. Und ja, wir zwei haben uns kennengelernt, weil du liebe Menschen unterstützt mit dem YouTube-Kanal, mit dem Aufbau des YouTube-Kanals. Und da bin ich dir von Herzen dankbar, weil seitdem du das in die Hand genommen hast, ich meine, du weißt selbst, Ja. ist das der absolute Wahnsinn. Ja, ich habe mich ja sehr wenig um meinen YouTube-Kanal gekümmert, ja auch aus Zeitmangel heraus. Und deswegen ist das jetzt noch richtig coole Sache. Ja, und ich finde auch die Schwingung zwischen uns beiden, die ist einfach super genial. Passt. Also ich finde Passt das einfach. sehr, Wundervoll. ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Kann Ja. ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange auf dem Weg. Wenn du jetzt heutzutage, weil meiner Meinung nach war das vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so, dass man immer so viel über Selbstliebe gesprochen hat. Aber wenn du das heutzutage hörst, weil es wird ja immer offensiver, man geht auch immer offener mit den Themen um. Wie war für dich denn dieser Werdegang? Das ist auch mal schön zu hören. Wie war das früher? Wie siehst du das jetzt? Siehst du auch eine positive Entwicklung? Weil es gibt ja auch immer so einen, ja, einen Scheideweg, wo manche das nur des Geldes wegen tun. Oder siehst du da auch so gute Energie und schlechte Energie? Oder wie ist das für dich? Als Medium sehe ich natürlich die gute und schlechte Energie und die guten und schlechten Wesen, wenn man das überhaupt so bewerten möchte. Aber wir hier so als Mensch im Menschsein und in Genau. der dualen Welt ist es üblich, ja. Genau. Wobei ich da schon auch rausgetreten bin aus diesem schlechte Energien und schlechte Wesen, weil die sind ja alle zum einen Mensch erschaffen, ja, und das ist das eine. Und die andere, es gibt auch noch so welche, die nicht Mensch erschaffen sind, die kommen ja zu uns, damit wir wachsen dürfen, ja. Und auch dann sind sie natürlich auch sehr wertvoll, wenn wir den Weg der Bewusstseinserweiterung gehen, ja. Und ich glaube aber, da sind viele noch gar nicht, dass sie das verstehen. Die sind immer noch so, sie verteufeln das vermeintlich Böse, ja, und feiern das vermeintlich Lichtvolle. Ja. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass unsere Gegenseite oder die Seite, die uns aufhalten möchte auf unserem spirituellen Weg, die sind viel zu schlau, dass die heute noch hier mit, was weiß ich, gehörnt und mit dem Ja. Teufelsfuß und Feuerbrunst auftreten würden, ja. Da, wenn Aber man es wäre das glaubt, spannend. ja, wenn man das glaubt, hat man noch nicht verstanden, dass, also dass das intelligent ist, ja, genauso wie wir intelligent sind und die lichtvolle Seite auch intelligent ist und, ja. Also das mal zum einen, ja. Und ja, mein Werdegang war sehr, 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 finde ich sehr besonders, ja, weil es so sofort so kavum mit der Drachenenergie losging, ja, also nicht jetzt mal so ein bisschen flauschig erst mit was Netterem, Kann ja, sein. wobei der Drache natürlich sehr nett ist, aber im ersten Moment, und wenn man das nicht kennt, haut es einem schon mal ein bisschen aus den Latschen raus, ja. 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 Dazu kannst du nachher auf jeden Fall noch was erzählen, weil ich glaube, Drachen ist ein Thema, was da könnte man stundenlang drüber sprechen. Ja. Aber gib uns nachher mal so einen Einblick, weil das ist ja auch deine Welt, natürlich auch viel, viel mehr. Aber Selbstliebe, was ist denn Selbstliebe für dich? Was der Podcast heißt, du bist Liebe, das ist so mein Credo. Ja. Und wir wollen den Zuhörer und Zuschauer jetzt mittlerweile auch gerne auch so ein paar Tipps mitgeben. Wie hast du gemerkt, dass du mehr bei dir ankommst und was hast du dafür getan? Also das, was
Was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich mich selbst auch als meinen besten Freund betrachte. Ja, und mein bester Freund, ja, und wir haben ja alle auch einen besten Freund oder Freundin auch im Außen. Und wir kriegen ja, wenn es uns dann nicht gut geht oder wenn wir an der Weggabelung stehen, dann kriegen wir ja da auch Tipps. Und Selbstliebe ist für mich auch ich mich als meinen besten Freund wahrzunehmen, anzunehmen und dann auch hinzuhören. Also alles, was ich als beste Freundin meiner Freundin in Krisensituationen raten würde, ja, muss ich als Rat ja auch selber für mich annehmen, ja. Und Selbstliebe ist für mich tatsächlich ein Weg, ja, den wir hier, und ich glaube, dass es hier in dieser Inkarnation auch ganz viel darum geht, diesen Weg zu gehen, ja, den Weg der Selbstliebe. Das ist ja auch der Weg der Selbsterkenntnis, ja, das ist der Weg der Selbstachtung. Ja, und auf diesem Weg finden wir unsere Würde wieder, ja, und sind achtsam mit uns, ja, und es ist für mich, es ist ein Entfaltungsprozess, ja, diese Selbstliebe. Vielleicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Vielleicht würden das viele behaupten, dass wir mit 100% Selbstliebe geboren werden. Ja, und dass wir das dann, ja, dass es das dann Trainiert bekommen. geschrumpft wird durch Ja. Erfahrungen in Babyalter, Erziehung. Scheidung, Ja, genau. Kindergarten, Schule, ja. Das Ja. mag sein, ja. Ja, das Das ist eine kann ich. Konditionierung in meinen Augen. Aber wie gesagt, Ja. es gibt ja nicht den einen, der sagt, was ist richtig und was ist falsch, sondern diese Großflächigkeit an Input, den wir bekommen können, der macht ja genau diese Weisheit aus. Ja, Ja. Und so du ist hast was es. Schönes gesagt. Und zwar, dass du dir selbst die beste Freundin auch sein sollst, finde ich cool, weil das ist genau das, was wir Menschen oft gemacht haben. Also ich mache das jetzt auch nicht mehr, dass ich Ratschläge gebe, die ich selbst nicht befolge. Ja, aber das ist ja so diese Volkskrankheit, dass ich für Ja. jeden im Außen immer die besten Ratschläge habe und wenn ich die für mich umsetzen würde, ich eigentlich in meiner Zufriedenheit wäre. Und es hat dann auch was damit zu tun mit Selbstvertrauen, ja, weil deinem besten Freund oder deiner besten Freundin vertraust du ja auch. Und wenn du dir dann wirklich vertraust in dem, was du dir sagst, und es darf auch mal kritisch sein, weil wir machen auch Fehler und die sind dafür da, dass wir eben daraus lernen, ja, dann ist es einfach nochmal eine Bestätigung von Selbstvertrauen. Also sehr, sehr schön metaphorisiert, möchte ich es mal nennen, ja, mit der besten Freundin. Das ist Genau. cool. Ja, also das habe ich auch tatsächlich geübt. Ja, also es ist ja, der Weg ist nicht leicht, finde ich. Also für mich war er gar nicht leicht, ja, weil ich hatte mich in meiner, ja, wenn ich mich selbst betrachtet habe, früher so, da habe ich immer jemanden gesehen, der nichts kann, der nichts weiß, ja, der zwar nett aussieht, aber dumm ist, ja. Und wenn wir all das in uns tragen, ja, da ist die Selbstliebe natürlich sehr klein, ja, weil das lehnen wir ja ab, diese Anteile. Und ja, und dann das sind natürlich, ist das aus einer Erfahrung herausgeboren, ja, Schule schlechte Noten, Rechtschreibung 6, ja, und so weiter, ja. Und da war ich schon sehr klein mit Hut als Teenie, ja, als Teenager, wirklich. Und auch sehr schüchtern deswegen, ja. Und ich habe immer dann mich so betrachtet und nur Fehler gesehen, nur das Unschöne Oder gesehen, immer auf ja. Defizite ausgewiesen, ne? Ja. Und da war alles andere war besser. Also ich habe immer das Gegenteil von dem, was ich darstelle, als besser erachtet. Ja. Ein blödes Beispiel, ne? Also Teenie-Mädchen, ja, Locken sind nicht schön, nur glattes, seitiges Haar Und ist die schön. Freundinnen haben alle gesagt, oh mein Gott, deine Locken. Ja? Genau. Ja, Und ich habe weil, immer gedacht, absolut, ja. wenn diese hätten, ja, dann würden sie es auch nicht sagen. Ja, das ist immer So. so die Gier nach dem, was man nicht hat, ja, oder diese Selbstakzeptanz einfach, ja, Ja. dieses, aber das, ich kenne das, also jetzt mit den Haaren nicht so unbedingt, aber dieses, ja, das ist auch so eine Form von Neid, ja, weil man mit sich selbst nicht im Reinen ist, dann denkt man, etwas anderes wäre besser. Und dann macht man zum Beispiel eine Dauerklettung, ja, ist ja heutzutage alles möglich und merkt, okay, ich fühle mich jetzt eine Woche lang besser, aber meine Locken sind eigentlich auch schön, ja, Ja. weil man dann mal hat, was man wünscht, aber der Wunsch ist gar nicht da, sondern das ist, weil ich mich auf mein Defizit konzentriere. Ja. Auch schön. Das ist ein ganz wichtiger Impuls, ja. Ich glaube nicht mal, dass es nur Teenie-Frauen so geht, sondern gerade das Optische, was immer im Mittelpunkt stehen wird bei einer Frau, weil das ja so suggestiert wird durch die Medienwelt, durch
Instagram, ganz egal. Mit Filter bist du ja nur noch hübsch und ohne Filter Natur zählt gar nicht mehr anscheinend. Das ist auch etwas, was ich immer kritisiere und sage, mach mal ein bisschen Social Detox. Das ist auch immer ganz gut, mal Instagram und Facebook nicht zu nutzen, mal ein, zwei Tage. Ich glaube, dass das nie aufhört. Ich glaube auch, dass eine Frau mit 75, 80 auch noch in den Spiegel guckt und sagt, wo sind meine Jahre hin und B, wie kann ich denn jetzt noch schön aussehen? Aber wenn man bei sich ist, dann trägt man diese Schönheit ja und ist auch bewusst. Also ich kenne auch ganz viele alte Damen und Herren, die ich im Altersheim kennenlernen durfte oder im Pflegeheim besser gesagt, als ich noch in der Pflege tätig war. Die waren selbstbewusst und die haben auch was ausgestrahlt. Die hatten so ihren gewissen Attraktivitätsfaktor. Und die wurden dann auch beneidet von anderen Mitbewohnern. Also das war, ich glaube, das hört niemals auf, aber es ist halt ein schönes Beispiel, ne? Ja, also ich bin ganz sicher, wenn jemand in der Selbstliebe ist, wird er sich selbst auch immer, egal in welchem Alter, als schön betrachten. Da gibt's, ich glaube, dann guckt man ganz anders in die Welt. Genau. Und dann ist, wenn man wenn ich sage, ich bin Liebe und ich meine, ich lebe das ja mittlerweile auch, dann gucke ich nach außen und alles ist schön. Und ich kann mich in dieser Schönheit zum Teil dann auch verlieren. Ja, ich kann dann wirklich irgendwo im Wald sitzen und kann 3 Stunden lang irgendeine Wurzel angucken. Die wird niemandem auffallen. Aber wenn ich dann in diesem Flow der Liebe bin, kann ich mich überhaupt nicht satt sehen an der Schönheit, die mich umgibt. Und dann ist es ja auch ein Spiegel. Genau. Ne? Es ist ja dann, ich gucke ja dann mit meiner Selbstliebe nach außen und sehe die Schönheit, die sich aber auch in mir spiegelt und in mir reflektiert. Und das finde ich so das Schöne und vor allem finde ich das auch so das Wichtige, ja, diesen Weg unbedingt zu gehen und die Selbstliebe in sich zu wachsen zu lassen, ja, wie eine Knospe gießen, ja, es muss gegossen werden. Es ist ein bisschen Arbeit, so sehe ich es 100%. einfach, ja, ich glaube nicht, dass das so einfach mit so einem Fingerschnippen plötzlich da ist, ja. Auch wenn es viele versprechen. Und das auch der Wunsch ist von jedem Menschen, weil es tut weh, seine eigenen Fehler auch mal anzunehmen und da durchzugehen, weil Selbstliebe hat sehr viel auch was damit zu tun, dass ich vieles schönrede, was bei mir im Leben nicht so gut läuft. Aber es ist ein Prozess, der auch niemals endet. Ja, also klar, wenn ich jetzt heute sage, ich bin voll bei mir, dann kann ja morgen irgendein Ereignis sein, was mich vielleicht zurückwirft. Deswegen muss ich immer an mir arbeiten. Ja, also dieses Konzept, ich verkaufe dir jetzt mal ein Programm für 4 Wochen, danach ist alles super, das gibt es bei der Selbstliebe in meinen Augen einfach nicht, weil unser Bewusstsein viel zu groß dafür ist, die äußeren Einflüsse auch viel zu groß sind. Ja, aber es gibt halt dieses und jenes, was der Ja. Selbstliebe helfen kann. Und da kann ich auch nur jedem Menschen immer ans Herz legen, fangt einfach damit an. Ihr müsst nicht sofort irgendwo ein Coaching buchen. Kauft euch ein Buch, wo ihr merkt, okay, irgendwas wird da drin gerade beschrieben, was mich bewegt und ich merke, da möchte ich hin. Weil das, was du jetzt gerade mit der Wurzel beschrieben hast, das ist ja so diese innere goldene Mitte zu finden, diese innere Ruhe. Und das ist auch das, was man bei Meditation immer versucht zu erreichen. Diesen meditativen Zustand, dass man Raum und Zeit, den wir übrigens selbst erschaffen haben, einfach vergisst, dass der gar nicht da ist. Und wir einfach Genau. dann verbunden sind mit dem, was wir gerade im Fokus haben. Und das ist mein Credo auch, dass man das viel zu häufig in dieser schnelllebigen Welt vergisst. Worauf habe ich denn meinen Fokus? Deswegen gehen auch immer ganz viele Beziehungen viel zu schnell in die Gründe, zugrunde, weil ich denke, man hat so eine große Auswahl an neuen Partnern mit Apps und Portalen und so, dass der Mensch gar nicht überlegt, ist es gerade nur eine Krise? Also sollen wir beide daraus was lernen? Oder möchte ich einfach mal was anderes erleben? Ja, das ist halt, hat auch alles was mit Selbstliebe zu tun. Und das ist halt sehr Ja, interessant. aber es gibt auch das Gegenteil, ne? So, es gibt aber auch Partnerschaften, die so toxisch sind, ja. Und da wird jetzt natürlich keine Selbstliebe da. Und da ist die Aufgabe tatsächlich, Selbstliebe zu lernen und zu sagen, es wird Zeit, dass ich mich herausschäle. Genau, Grenzen setzen. So, Ja. alles, was mir nicht gut tut, natürlich. Ja. Auch Partnerschaften, die sagen, ich muss wegen den Kindern zusammenbleiben. Die Kinder spüren das. Also jedes Kind wird irgendwann seinem Elternteil dann sagen, ich habe das schon immer gewusst, weil ihr seid nicht so liebevoll miteinander.
Weil die Schwingung ist ja trotzdem da, ja, diese Schwingung von Abneigung oder auch dieses Genervtsein vom anderen und das eigene Unerfülltsein, weil ich begrenze mein Glück ja dadurch, ja. Total. Und ich finde, das ist überhaupt kein Raum, in dem Kinder aufwachsen sollten. Genau, dann lieber offen, ehrlich und dann in Freundschaft, weil Ja. man hat sich ja mal geliebt. Genau. Und wenn man zu lange wartet, glaube ich, dann wird es wirklich eklig. Ja. Ja, richtig. Dann Dann kommt's Ego. schaukelt sich das noch richtig hoch, dass Ja. man wirklich den anderen anguckt und denkt so, oh Gott. Ja, so. Ja, da möchte ich ein Wortspiel jetzt reinbringen, weil mich das jetzt die ganze Zeit interessiert. So, dann kommt das Ego und dann sagt man der Drache. Ja, da wird ja der Drache schon mal negativ hingestellt. Ja. Genau, bevor wir hier in die Beziehungsthematik zu sehr eingehen, da muss jeder für sich wissen, was er wünscht. Ja. Muss es auch bei sich ankommen. Das ist eine gute Überleitung. Der Drache wird hier negativ dargestellt. Du aber hast Aber den Drachen hier. immer nur die Frauen werden als Hausdrache betitelt, ne? Es sind aber auch immer nur die Männer, die Narzissten sind. Auch schon gemerkt? Ganz Echt? klares, ja. Okay, gut. Und ich habe das dem letzten ganz, ganz offen in einem Gemeinschaftscall gesagt. Dann habe ich gesagt, wer ist denn der Narzisst? Der Mann, der nach Hause fährt von der Arbeit, pauschal gesagt, und noch sein Bier trinkt, weil er das will. Oder die Frau, die deswegen Ärger macht, weil sie Zeit mit ihm verbringen möchte. Welches Bedürfnis darf jetzt befriedigt werden, ohne ein Narzisst zu sein? Ja, es Ja, ist immer das Auge des Betrachters. so Und ist es, die ja. Kommunikation in einer Beziehung, weil Narzissten, das ist so ein Krankheitsbild, wird es nicht so häufig geben wie Freundinnen und Freunde. Wir wollen jetzt nicht pauschalisieren, Ja. untereinander erzählen, ja, ich hatte einen Narzisst und jetzt bin ich froh und jetzt bin ich glücklich, nur weil 2, 3% von dem Bild eines Narzissten gerade in das Verhalten des Ex-Partners passen. Aber das ist halt schnell erklärt, ja. Es ist Sie im ist hart Moment auch angenommen. modern, ja. Also wenn ich durchs Internet scrolle, ja, dann gibt es im Moment gerade drei Themen, die unglaublich gehypt werden, ja. Und dann hängt sich der eine noch mit dran Ja, und genau. plötzlich hat man so einen Trend. Das eine ist dieses empathisch sein, ja, Empathen, ja, dieses Hochsensible Ja, und dann genau. aber so mit so einem Jammern, ja, so. Dabei ist es eins der größten Geschenke überhaupt, ja, sondern Ja, schon so aus dem richtig. Opfertopf raus, ja, ich bin Ja, ja so richtig. ein armer Empath, Zu ja. viele Und das andere Einflüsse. sind Ja. die Narzissten, ja. Und Ja. ich auch wieder, kommt auch wieder nur aus dem Opfertopf raus, ja. Richtig, Ich richtig. armer bin mit einem Narzissten zusammen oder ich armer, wie auch immer. Und das dritte, was habe ich vergessen, vor lauter, lauter. Seelenpartner ist auch so ein Thema. Ja. Dualseele, Zwillingsflamme. Ach, toxische Beziehungen. Im Moment Toxische auch in. Toxisch, Maskulinität das ist Wort auch toxisch. ganz groß, Toxische ja. Beziehungen, ja. Alles, was toxisch ist, ist gut, weil es erklärt mein Versagen, dass ich nicht auf mich geschaut habe. Ja, das ist ja immer alles, was im Außen passiert. Ja. All das, genauso wie diese Hochsensibilität. Es ist was Schönes, wenn ich vieles wahrnehmen kann. Wenn ich aber davon übermannt werde, dann muss ich bei mir gucken, wo müsste ich mich denn abgrenzen? Weil die Natur sagt mir, hier zu viel Einfluss, den mache ich mir ja. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Aber es diskreditiert halt auch Menschen, die wirklich mit einem Narzissten zusammen waren. Die lachen manchmal über das, was die durchleben mussten. Ja, also ich Ja. habe in den 7 Jahren, die wir jetzt coachen, hatte ich wirklich 3 Personen, die mit Narzissten zusammen waren und die haben heute noch Probleme, weil sie noch in dieser Co-Abhängigkeit, in dieser emotionalen Co-Abhängigkeit leben, weil sie durch Kinder oder so einfach auch noch Bezug zu diesen Menschen haben. Und da merke ich einfach, das ist ein viel krasseres Bild, wie als es dargestellt wird. Aber Ja. wir kommen schon wieder zu sehr in die Psychologie. Ich will zurück zu den Drachen. Ich bin erst seit kurzer Zeit, kurz bevor ich dich kennengelernt habe, drachenaffin geworden durch eine Serie, Game of Thrones. Kann ich ja offen sagen, ich war einer der wenigen, der die jetzt erst angeschaut hat als Serienjunkie. Und dann fasziniert war. Und dann habe ich auch dein Kartendeck, darauf kommen wir nachher auch, in der Hand. Und ich denke mir so, das ist eines meiner liebsten Kartendecks, einfach weil es mich auch so catcht von den Weisheiten. Wie kamst du zu den Drachen? Du hast vorher gesagt, das war ja der erste Impuls, so wie ein Schlag. Und was sind Drachen? Was machen sie? Wie darf sich der Zuschauer oder der Zuhörer das jetzt vorstellen? Ja, also der Drache ist ein energetisches Feld, ja, und dieses energetische Feld ist sehr genährt mit Mut und Macht und Magie und als die göttliche Quelle alles erschaffen hat, auch die Seelen,
da gab es die Drachen schon. Als die Seelen kam, also die erste Seelenfamilie erschaffen wurde, dann hat die göttliche Quelle jeder Seele ein energetisches Feld, was dann Drache, heute wir Drachen nennen, damals gab es ja noch keine Sprache, zusammengefügt. Ja, das war in dem Moment, dass diese Seelen erschaffen wurden. Man kann das heute auch mit dem Wort ein Upgrade nehmen, ne? Seele war fein, Seele war gut, die göttliche Quelle war so entzückt, oh wie schön, da habe ich noch das andere, und die verschmelze ich jetzt, ja, weil dann wird es richtig was Geiles, so, ne? Um es mal in ganz einfache Worte runterzubrechen. Und diese Seelenfamilie hat tatsächlich mit dieser Verschmelzung auch eine Aufgabe bekommen. Sie sind Hüter und Hüterinnen, aber von allem, was ist. Und ab dem Moment, wo es ja eigentlich noch gar nichts gab, also, ne, dann sind die Planeten und Sterne, sind ja dann erst entstanden. Also der Drache an sich ist ein energetisches Feld, was voller Magie schwingt und auch sehr machtvoll ist, aber auch mit einer sehr, sehr hohen Liebesschwingung. Ja, also der Drache zeigt sich uns ja, die geistige Welt spricht immer mit uns mit Bildern. Ja, die Engel zeigen sich mit Flügeln und im Strahlenkranz, die sehen so natürlich gar nicht aus, ja, weil es auch ein energetisches Feld ist, das weder Augen hat noch Haare. Ich und du, wir sind auch energetische Felder, wir sind Seelen, ja. Das, was wir hier sehen, das lassen wir zurück, ja. Ja, ich sage immer, das ist das, was unser Gehirn verkraften kann, zu wahrzunehmen. Ne? Wir brauchen eben Ja, so eine Symbolik. Eine Symbolik ist immer wichtig. für mich ist es einfach eine Lektion. Oder Ja, so. Ja, genau. es ist auch eine Lektion, was zu erfahren. Ja, aber egal. Auf jeden Fall die Drachen sind ein ganz, ganz großes Liebesfeld. Ja, wenn ihr euch die anschaut, Game of Thrones ist ein gutes Beispiel. Die haben es ja sehr schön dargestellt. Wenn wir uns dann diese Drachen anschauen, dann sehen wir ja auch, dass es riesengroße Wesen sind. Ja, und die sind auch wirklich riesengroße Felder. Und in jedem energetischen Feld gibt es ein Zentrum. Und das ist das Zentrum der Liebe. Ja, bei uns ist es das Herzzentrum. Und wir haben ja auch, also unsere Seele hat dieses Zentrum auch. Und das Herzzentrum oder dieses Liebeszentrum im Energiefeld Drache ist gigantomanisch. Ja, das ist richtig groß, riesig, riesig groß. Und die Seelen haben irgendwann mal sich von diesem Energiefeld getrennt, weil wir wollten diese duale Welt erleben. Ja, also es gibt noch andere. Und das war vorher nicht möglich, weil die Hüter und Hüterinnen, die haben nichts getan, sondern die haben gewirkt durch ihr Sein. Ja, wenn sich irgendwo im Universum was verdichtet hat, was sich wie Angst oder Dunkel, ja, dann sind die nur hin, aber die mussten nichts tun, sondern die Präsenz hat es wieder aufgelöst und wieder in göttliche Ordnung gebracht. Ja, also so konnte in diesem Universum anfänglich gar nichts wie Angst und Dualität entstehen. Und die Seelen haben ja viele, viele Inkarnationen, ja, wir 2 Milliarden, ja, von Inkarnationen hinter uns gebracht in verschiedenen Welten, mit Körper, ohne Körper, ja, also überall Erfahrungen gesammelt. Und irgendwann ging es darum, auch mal die Erfahrung der Angst zu sammeln. Und dann haben diese erste Seelenfamilie hat dem zugestimmt und hat sich von den Drachen getrennt. Und das ist auch das, was viele, die heute sich wieder mit den Drachen verbinden, ja, also jetzt geht's ja da wieder raus aus dem, ne? Jetzt wollen wir ja wieder raus aus der Angstherrschaft. Das heißt, die Drachen und Drachenreiter dürfen sich jetzt wieder verbinden. Und damit hier die Liebesherrschaft auch wieder ja, sein kann. Und viele nehmen das als großen Schmerz wahr, diesen Moment. Ja, und dieser Moment, es wird ja vieles aufgeschnappt und dann irgendwie dargestellt. Und so gibt es diese Darstellung des Drachentöters. Das ist nämlich das, was viele dann auch so empfunden haben, wie sterben, dieses Loslassen war, wie töten oder wie sterben und war mit einem riesen Schmerz verbunden. Und das ist das, was viele auch heute wahrnehmen. Ja, also die meine Workshops machen und den Drachen wieder zurückholen.
Also in den Präsenzworkshops habe ich dann immer Tempotaschentücher bündelweise verteilt, ja, weil dann unglaublich geweint wird, ja, weil Das ist diese, Heilung, das ist der das, ja, Heilung. das ist wieder dieses Ganzwerden, ja, und das, und auch so mit den allerersten Workshops, ja, ich war auch unsicher mit dem Thema, ich war auch sehr, sehr unsicher mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, damals, heute ist das ja schon, ich habe es ja echt salonfähig gemacht, ja, Ja, über die ist vielen tatsächlich, Jahre. ja, das stimmt. Aber wie ich angefangen habe, gab es nichts mit Drachen. Nichts im Internet, nichts zu finden. Ja, also es war nicht einfach, ja, jetzt mich dann da in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, die Drachen kommen zurück. Ja. Und ich wurde auch ganz, ganz viel angefeindet. Wirklich. Ja, Denke ich mir. gerade so aus der christlichen Ecke, ne, die das nicht so verstehen. Ja, weil Erst die Drache, gegen der ihr Drache wird ja als Prinzen. böse dargestellt, Ja, als ja. Aber genau. was da in der Bibel, ich habe mich ja auch damit beschäftigt und auch reingespürt, das sind keine Drachen, das sind Dämonen. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ein Riesenunterschied, würde ich sagen. Aber Ja. das geht halt auch gegen dieses Gesamtbild von dem Glauben, den die Bibel wiedergeben möchte. Und das ist ja leider das Thema Nummer eins, was die Welt immer in der Spaltung halten wird, ja, weil jeder so seinen Glauben vertreten möchte. Und ich finde aber, dass du das jetzt gerade so rüberbringst, dass wer sich da verbinden möchte, soll das einfach tun und da nicht so drauf rumgedrückt wird, du musst, du musst, du musst, ja. Aber dass du da ein paar schräge Blicke bekommen hast, auch von christlicher Seite oder so, das kann ich gut verstehen. Ja. Ich kann es auch, ich bekomme manchmal Zuschriften von ganzen Gemeinden, so dass zum Beispiel ein Tool, was wir auch nutzen, Karten legen, dass das Dämonenzwerg ist und ich soll Naja. dem Weg von Jesus wieder folgen. Und ich Ja. denke mir, dadurch, dass ich Menschen damit Hoffnung gebe oder auch Probleme im Ansatz das Problem lösen kann, glaube ich nicht, dass es was Negatives ist. Also ich bin mir dessen nicht bewusst. Es gibt natürlich dann immer wieder Menschen, die das monetarisiert ausnutzen. Das ist dann für mich wieder was anderes. Ja. Ja, definitiv, ja. Aber du hast gerade schon gesagt, wenn die sich wieder verbinden in deinen Workshops, das heißt, wenn jemand jetzt sagt, wer ist denn mein Drache, da kannst du helfen oder, also das ist jetzt auch eine Frage, die mich interessiert, weil ich hatte dir, glaube ich, vor 2 Wochen oder so davon erzählt, dass ich auf der Esoterikmesse war und die ganze Zeit diesen einen Drachenständer angeguckt hatte und da waren ganz viele Farben, aber mich hat nur dieser eine interessiert und die sahen alle gleich aus. Ja, also das waren alle gleich, bloß andere Farben. Und das ist ja auch deine neue Videoreihe. Übrigens, Instagram und YouTube wird natürlich verlinkt von dir unter diesem Video in der Videobeschreibung und auch dein Shop, wo man deine Workshops und Kartendecks. Wir haben so viel zu erzählen eigentlich. Normal sollte das Ding 5 Stunden gehen. Ja. Wie kann ich denn erkennen, welcher Drache zu mir gehört? Oder gibt es mehr Drachen oder bin ich mein Leben lang mit einem Drachen verbunden? Wie ist das denn? Also es gibt ein einziges Drachenenergiefeld, das zu dir gehört, ja, einer. Der kann sich natürlich in unterschiedlichen Farben zeigen, ja, also ganz klassisch dargestellt ist der Drache ja meistens mit Schuppen, blau, grün, braun, ja, so. Aber es gibt ihn natürlich in allen Farben. Und wenn man mal so durchs Internet guckt, ne, Drachen eingibt und mal bei Google Bild reingeht, seht ihr, es gibt alles rosa, ja, also bei Schreck zum Beispiel, fand ich ganz schön, Ja, diese genau, Drachendame in rosa, ja. ja. Und der Drache zeigt sich dir in einer Meditation oder in einer Trance-Reise. Bei meinem Online-Kurs gibt es natürlich eine passende Trance-Reise dazu, wo ich die Teilnehmer führe erstmal schön durch eine Landschaft. Das ist ganz wichtig, dass man erstmal so ankommt, ja, dort in dieser Welt, ja, die ja in uns auch ist, ja, und dann gehe ich mit denen auf so ein Hochplateau und dann kommt der Drache und man berührt den auch und macht eine Herzverbindung dann in der Trance-Reise. Und das ist sehr, 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 sehr intensiv, ja. Und ich
Lass die Leute auch so mit dem Rücken erstmal zum Drachen stehen und sie drehen sich so ganz langsam um, ja, dass sie sich wirklich konzentrieren und dann erstmal nur die Tatzen sehen, die Beine, die Brust und er erscheint dann so und sie sehen ihn dann ganz und gar und dann lasse ich sie auch um den Drachen herumlaufen, damit sie alles gesehen haben und auch sehen können, ja, weil es kann ja sein, dass die Brust vielleicht nur ein bisschen anders schimmert wie der Rücken, ja, und dass man dann ganz genau wirklich ganz genau den Drachen sieht. Und einer der berührendsten Momente ist dann, wenn du deinem Drachen tatsächlich ganz tief mal in die Augen schaust. Ja, weil du erkennst dich selbst auch da drin, ja. Und das ist ja auch ein Teil von dir, ja. Und ich sage den Teilnehmern auch immer, das bist du, ja, in deiner Größe, in deiner Kraft, ja. Und auch in deiner einzigartigen Schönheit und einer nicht hier in der Welt erschaffenen Schönheit, weil der Drache wird von vielen sicherlich nicht als Schönheit bezeichnet. Aber wenn du deinem Drachen in die Augen siehst und diese Herzverbindung hast, wirst du den anschauen und es ist das schönste und göttlichste Wesen überhaupt, ja, weil dann siehst du mit dem Herzen, ja. Und ich habe ja am Anfang auch meinen Drachen gefragt, so warum zeigt, ihr habt ja gar keinen Körper in der Wirklichkeit. Ja, ihr seid ja energetische Felder. Ihr könnt euch ja hier in unserer Welt auch als Wattebällchen zeigen mit rosa Flügelchen und goldenen Antennen. Das wäre viel netter, ja. Und dann hat mein Drache mir gesagt, nein, das geht nicht, ja. Dafür ist hier viel zu viel Macht drin, ja, und zu viel Magie. Es ist eine Prüfung. Nur wer mit dem Herzen sieht, sollte in der heutigen Zeit, also in unserem Zeitraum, den wir erschaffen haben, ja, in diesem Zeitraum, sollte mit diesem Feld wieder rückverbunden werden. Ja, also es ist quasi wie, ja, auch wie Sicherheits, was soll ich sagen, ja. Ja, wie so ein Schutzschild auch, ne? Ja. Also es ist nur so eine Prüfung, ja. Es werden auch nur die Drachenreiter den Drachen wirklich zur Gänze sehen und erkennen und spüren, die einfach auch in der Selbstliebe, in der Liebe sind, ja, und es mittlerweile gelernt haben, mit dem Herzen zu sehen, ja. Und es ist auch immer wieder eine schöne Übung, mal das Herzauge mal zu aktivieren, ja, einfach mal versuchen, sich das vorzustellen, dass ich nicht hier mit diesen Augen im Kopf gucke, sondern hier, ja. Und das ist eine sehr schöne Übung, sich das vorzustellen, dass hier ein Auge aufgeht, ja, so schön mit Wimpern, Klimper, Klimper, und wir hier gucken. Und dann. Da schließt du mir den Kreis wieder zu der 80-jährigen Dame, die einfach zufrieden ist und Dinge anders sieht, weil sie einfach positiv auch eingestellt ist, weil sie sich gut fühlt. Und wenn wir mit einem Herz sehen, dann fühlen wir uns auch einfach verbundener. Also, da siehst du, es geht einfach auf jeder Ebene und das ist sehr, sehr schön. Ja. Drachen sind ein sehr, sehr interessantes Thema. Also da könntest du hast ja extra, auch extra eine Videoreihe gemacht. Wie gesagt, guckt ihr euch gerne an. Das ist sehr empfehlenswert. Ich habe ja immer einen Einblick schon vorher drin. Ja, kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Und dann hast du jetzt dadurch natürlich auch Orakelkarten, wovon dich vielleicht auch sehr viele schon kennen, obwohl sie dein Gesicht nicht kennen. Ja, also alle Leute, die zum Beispiel gerne Kartenlegungen bei YouTube schauen, die haben bestimmt auch schon mal den Genuss gehabt, bei mir auf jeden Fall, deine Orakelkarten ja zu sehen. Ja, vielleicht haben sie auch viele gekauft. Also ich weiß, wenn ich gefragt werde, die meiste Nachfrage war bisher bei dem Seelenreich. Ja, Ja. das ist sehr, sehr bekannt. Aber erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du dann Orakelkarten gemacht hast? Du hast da ja auch einen Vertrag. Du bist da ja auch jetzt nicht so wie ich, dass du alles selbst machst, dass du auch in den ganzen Druck alleine gehst. So, erzähl mal die Story von dir. Das ist auch sehr interessant. Ja, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Und zwar war ich auf einer spirituellen Veranstaltung. Ich war als Referentin eingeladen und es gab noch gar nichts, also kein Kartenset. Ja, es gab das. Ich war auch noch nicht unter Vertrag beim Schirner Verlag und hatte aber schon das kleine Drachenhandbuch.
Das Merlin-Buch in den Anfängen hatte ich schon drucken lassen, ja, und das Buch Morgaine, also diese drei Produkte hatte ich dann im Eigenverlag und ich habe schon ganz sachte angefangen, Workshops zu machen und war dann auf einer Veranstaltung im Odenwald auf der Burg Preuberg. Da waren mehrere Schirner-Autorinnen eingeladen und ich weiß heute noch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Okay, das Ja, also es ist kannte auch. mich keiner, ja, und irgendwie über drei Ecken und auf einmal bekam ich von dieser Veranstalterin, die Frau Schöninger, bekam ich dann eine E-Mail und sie lud mich dazu ein und ich so, hä? Also mein Leben ist sowas von geführt, das ist schon manchmal wirklich spooky, ja. Also dann habe ich gedacht, okay, das mache ich mal, ja, und das war wunderschön. Es war wirklich eine wunderschöne Veranstaltung über mehrere Tage, ja. Und die Referenten in verschiedenen Räumen mit ihren Vorträgen. Also es war toll. Und beim Abbauen, wir haben zum Schluss dann halt noch alles abgebaut, geholfen, die Stühle wieder aus dem großen Saal zu räumen und so. Und da hat die Melanie Missing zu mir gesagt: Ach du mit deinen Drachen, hier ist so ein tolles Thema. Warum machst denn du nicht mal ein Orakelkartenset, ja? Okay. Und das waren so die letzten Sätze, die ich da aufgeschnappt habe. Und dann bin ich in mein Auto und bin nach Hause gefahren und das schwang die ganze Zeit in mir. Ja, Orakelkarten, Orakel, okay, was brauche ich da? Ja, auf jeden Fall jemand, der mir die Bilder macht, weil das kann ich nicht, ja. Ja, und dann habe ich zu Hause dann erstmal so ein bisschen rumgeschrieben und die ersten Texte und dann habe ich gemerkt, oh, das funktioniert, ja. Und dann habe ich halt eine Künstlerin gesucht und hab dann auch, und das ist gar nicht so leicht, ja, es ist immer noch nicht leicht, dass ich verstehe auch nicht, dass diese Künstler, weil die wollen ja auch alle Geld verdienen, dass die nicht leichter zu finden sind, ja. Man findet dann die wunderschönen Bilder bei Pinterest und so, aber es ist nie eine Homepage dabei, ja. Also, es ist echt, Man muss man sich weiß gar da nicht, von wem sie sind, ja. in der Tiefe suchen, ja. Oh, das ist echt anstrengend gewesen, ne? Ich habe dann die Anja Koska gefunden, die ja dann auch die ersten, das Drachenweisheit heißt das erste Kartenset, die hat dann angefangen, die Bilder zu malen. Ja, und dann habe ich da so vor mich hingewurschtelt und die Anja hatte regelmäßig Bilder geschickt und regelmäßig eine Rechnung. Und dann plötzlich habe ich festgestellt, ich habe überhaupt gar kein Geld, um das drucken zu lassen. Und dann habe ich damals in einem alten Haus gewohnt, im vierten Stock, ohne Aufzug, so ein Altbauhaus, ja. Hatte keinen Keller. Und dann habe ich überlegt, wo soll ich ja auch überhaupt hin tun? Ja, ich musste ja, also zum einen wusste ich gar nicht, wo drucken lassen. Zum Ja. anderen habe ich gar nicht gewusst, wo lagern. Und dann vierten Stock hochtragen. Aber der Hauptgrund, wo ich gedacht habe, nee, ich kann es gar nicht machen, war auch, ich kann es gar nicht bezahlen. Ja, ich hatte überhaupt damals überhaupt gar kein Geld, gar kein Geld. Also ich war kurz davor, meinen Job zu verlieren, ja, was ja dann auch geschehen ist, kurz drauf, und habe auch nicht viel verdient Okay. in meinem Job. Ja, ich war im Büro in Frankfurt beim Caterer, also ich habe nicht sehr viel verdient. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, dann muss ich doch nochmal Schirner fragen. Und den Schirner Verlag hatte ich vorher schon mehrfach angesprochen wegen Morgaine, also wegen meinen Büchern, die es schon gab. Und die haben mich immer abgeschmettert. Ja, nee, wollen wir nicht. Ja. Und da war ich auch so ein bisschen angeziepft, muss ich schon sagen. Ja. Ich gedacht, oh nein, ich will die gar nicht fragen. Ja, die sowieso nicht. Und Ja. dann habe ich gedacht, noch einen Satz schreibe ich denen. Da habe ich wirklich nur einen Satz geschrieben. Ich habe es an die Heidi Schirner geschickt und habe geschrieben: Hallo, liebe Heidi, ich arbeite an einem Kartenset, Thema Drachen. Ich glaube, ich habe zwei Bilder mit angehängt, aber das weiß ich gar nicht mehr genau. Vielleicht auch zwei Texte. Und hab nur geschrieben: Ich arbeite am Kartenset, Thema Drachen, wollt ihr das haben? Liebe Grüße, Arana. Und dann hat es 2 Minuten gedauert, kam eine Antwort von der Heidi: Liebe Arana, nehmen wir, wann ist's fertig? So einfach kann das Leben sein, manchmal. Das Ja. ist etwas, wovon viele träumen, die so Kartendecks entwerfen, ne? Dass sie einen Verlag bekommen. Ja. Und dann auch gleich so ein großer Verlag. Ja, also das ist ja jetzt nichts, was keinen Namen hat. Wie hast du dich dann gefühlt, als du diese Antwort bekommen hast? Ich habe fast vom Stuhl geflogen. Okay, super. Ich saß so mit nichts an meinem Schreibtisch, hab gedacht, naja, so in 3 Wochen werde ich vielleicht mal was hören, Ja, ja. da vor allem zwei Und Minuten dann ging das später. so boing, bing.
Dann Und ich war. hast du erst gedacht, dass es so eine automatisierte E-Mail ist? Nee, also Okay. dafür war der Satz viel zu salopp für das Nee, ich ja. meine, als du gesehen hast, dass da was reinkam, das so schnell. Der hat es ja meistens dann nicht von, mit dem Absender von der Chefetage, ja, Ja, so. okay. Ja, der ist dann eher ein Info-Ad oder so. Nee, hab ich gar nicht gedacht, ja. Okay. Das Und ich habe hätte ich auch, dann ich habe gedacht. ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht gedacht. Ich habe nur gesehen, ich so, boah, so große Augen aufmachen, schnell lesen, ja. Super. Und dann war ich wirklich, das war schon ein Hochgefühl, ja. Das war schon wirklich so ohne Worte, ja, ohne Worte, ja. Und ich habe ja dann, die haben ja dann, diese Zusage kam in der gleichen Woche wie meine Kündigung. Ja, das Es war, ist glaube ich, ja, ich glaube, das waren 2 Tage auseinander. Also erst kam die absolute Führung. Zusage von dem Schirner Verlag und dann hab ich meinen Job verloren, ja. Das hatte sich schon alles so vorher angebahnt, ja, mit dem Job. Das war schon klar, dass das so sein wird, ja, oder so kommen wird, aber da war es dann definitiv und ausgesprochen und ich werde es in meinem ganzen Leben nie vergessen, ja, weil ich hatte ein Gespräch mit meiner Chefin und ich habe ja in einem von den Towern gearbeitet in der Frankfurter Innenstadt und das Büro, also im Japan Tower, der ist ja so 110 Meter hoch, glaube ich, also ist einer von den kleinen und das Chefinnen Büro war ganz oben und ich bin dann hoch und sitze da mit ihr und wir unterhalten uns nochmal über all das, was so irgendwie in der Schieflage war. Und dann habe ich zu meiner Chefin gesagt, weil ich habe dann auch gemerkt, jetzt, und das ist zum Beispiel auch Selbstliebe, ich mache diesen Scheiß hier nicht mehr mit, Ja, ja. sehr gut. Ja, Ja, Grenze, dieser Druck, der Grenze. da Ja. ausgeübt wurde, ne? Und du musst und wir wollen und so geht es nicht, ja, Super, weil ja. die wollten mich wieder irgendwie ganz zurück und ich habe ja Teilzeit gemacht und ich habe ja Veranstaltungen, du bist irgendwann mal nach 10 Jahren ja so durchgenudelt. Ja, ist so, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also Britta, ich meine, wir haben es 10 Jahre gekannt, wir haben sehr eng zusammengearbeitet und das war wirklich ein gutes Verhältnis, aber es war einfach durch, ja, und ich war durch. Und da habe ich zu ihr gesagt, Britta, es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo wir getrennte Wege gehen müssen. Ich kann das nicht mehr, ich habe die Kraft nicht mehr, ja. Das ist mir alles zu viel und Vollzeit wiederzukommen, kommt überhaupt nicht in Frage. Das schaffe ich einfach nicht mehr, ja. Und in dem Moment bricht meine Chefin in Tränen aus. Es ist ihr sehr schwer gefallen, ja. Und ich gucke so im Augenwinkel, sehe ich was, und ich gucke so, und dann sehe ich meinen Drachen draußen vorbeifliegen. Na. Und wer, ja, viele kennen Black, ja, er ist ja so voller Würde, er ist uralt, ja, so gesetzt, er ist sehr still, er redet wenig. Und dieser Drache flog vorbei mit dem Bauch nach oben und hat so mit den Pfoten gewedelt, ja. Also völlig frei, völlig verspielt, ja? Ja, Ja, super. auch so wirklich so, endlich. Endlich, ja. Endlich, ja, weil Jetzt geht's los. er hat ja jahrelang immer zu mir gesagt, du musst diesen Job loslassen. Und ich habe immer dann geantwortet, wenn du die Miete bezahlst, Ja, gerne, und ja. so kam eins zum anderen. Ja. Super, aber das Wahnsinn, das ist schön. Das ist Ja. einfach, weißt du, wenn du das Menschen so mitgeben kannst, vielleicht glauben die jetzt auch daran, dass sich Dinge positiv verändern können, wenn sie bereit sind, einen Schritt zu machen. Ja, weil der Schritt war jetzt nicht groß, aber dass du trotz des inneren Widerstands diese E-Mail an die Frau Schirner geschrieben hattest, das war dein Schritt, das war dein Handeln. Und dann wurde es dir gedankt, weil die Zeit reif war, so gesehen, ne? Genau. Ja, und also wirklich dieses, jede Entscheidung ist immer richtig. Ja, viele grübeln jahrelang darüber nach, soll ich mich dafür entscheiden, soll ich, wo ich so sage, es gibt kein Falsch, ja, weil es gibt es einfach nicht, ja, es gibt nur Lektionen. Genau, Und richtig. wir können den Lektionen sowieso nicht entkommen. Weil Richtig. die sind auf unserem Seelenplan für dieses Leben sind die schon eingraviert, ja. Also das ist Ja, wir zögern nur raus. Wir zögern nur raus, weil diese ja, und im Lektion kommt schlimmsten auf eine Fall noch andere eine. Art und Weise zu uns.
Ja, wenn und im das dann schlimmsten Fall losgeht. sogar noch rauszögern in die nächsten Ja, Inkarnationen. genau. Also, Da das ist müssen wir noch vielen mehr auch gar nicht durchleben. bewusst, ja. Genau. Und müssen wir immer mehr durchleben, um diese auch, ich habe dem letzt oder auch heute in einem Orakeldeck, da haben sie von den 7 Schleiern geredet, ja, dass man die abnehmen kann, um diese Erleuchtung wirklich zu sehen. Das ist interessant. Das ist einfach interessant. Was würdest du aber einem Menschen jetzt mitgeben? Angenommen, irgendjemand, der gerade ein Orakeldeck zeichnet für sich oder schreibt, welchen Tipp möchtest du ihm mitgeben, dass er seinen Mut nicht verliert? Weil ich glaube, so 40 bis 50 Karten pro Set, das ist schon sehr viel Input. Also ich weiß es, weil ich habe ja auch schon ein Deck gemacht. Ja. Aber was würdest du einem Menschen mitgeben? Weil ich sage immer, du musst tun, du musst tun, du musst tun. Ja, wenn von nichts kommt nichts und ich bin der Schöpfer von meiner Sache. Ja. Was würdest du denn mitgeben? Jetzt nicht so ganz männlich ausgedrückt, ja, weil Ja, es ist ja schon also viel männliche Kraft dahinter. ich habe ja jetzt, wie viele Kartensets habe ich denn gemacht? 3, 7. Ich habe ja da über einige Jahre hinweg jetzt viele Erfahrungen auch gesammelt, ja, und die Kartensets, die gut gehen, auch im Verkauf. Es geht ja nicht nur darum, dass wir eins machen. Ja, wir wollen es ja auch verkaufen, ja. 100%, Wir ja. wollen ja auch ein Geld damit verdienen, einen Ausgleich bekommen. Wir wollen ja auch, dass es die Menschen da draußen erreicht und dass es nicht irgendwo in irgendeinem Lager verstaubt, ja. Und da ist das Allerwichtigste, wirklich das Allerwichtigste, das sind die Bilder. Der Käufer entscheidet nicht über den Inhalt, der im Booklet steht, sondern der Käufer entscheidet, was, Visuell, ne, das ja. visuell, das Cover, weil dafür ist die Auswahl zu groß und Seelenkartensets gibt es zu viele, ne, ob das Seelenreich heißt, Seelenverbindung, Seelenorakel, Ja, Seelenantworten, ja, bla, bla, ja. bla, ja, also die Bilder sind das A und O, und wer nicht selber wirklich richtig, richtig gut das selbst erstellen kann, ja, der muss dann leider, leider einen Künstler engagieren, ja, und das machen lassen. Und da ist das auch eine Erfahrung, weil ich kriege ja auch immer mal was geschickt von Menschen, die Kartensets machen. Die schicken Okay. mir dann ihre Kreationen, ja, so einen Auszug. Und wollen von mir dann gerne hören, ob das gut ist. Und Okay. es ist bei fast allen sind die Bilder, geht nicht. Geht nicht. Es ist einfach, da ist, ich weiß auch nicht, ich bin ja eher eine Tiefstaplerin, ja. Ich bin ja immer eher jemand, der so sagt, nee, das ist auf keinen Fall gut genug, ja. Und da gibt es so viele da draußen, die sind genau das Gegenteil, die pinseln ihr Bilder und Ja. überschätzen sich selbst, und Das das ist muss sofort einfach auch mal Picasso. ausgesprochen werden, weil das steht denen so im Weg, weil die Ja. Texte sind zum Teil großartig. Ja. Das ist ja das. Aber die Texte siehst du ja nicht. Und du hast Nein. ja so ein. Ich habe jetzt hier ein. Das gehört jetzt zu dir. Ja, also es ist jetzt nicht von dir. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, weil ich nachher noch ein Liebesorakel legen möchte, habe ich aber auch vom Schirner Verlag. So. Ich habe das nicht genommen. Ich habe nicht gewusst, was da drauf steht. Ich habe nicht gewusst, wer das gemacht hat. Ich habe es gekauft, weil es mich optisch angesprochen hat. Bin Genau. ich hinten drauf geschaut. Ja? Ich bin jemand, es muss mich optisch ansprechen. Ja? Bei dir mit den Drachen, da war ich dann halt sofort gefangen. Ich habe dich zur rechten Zeit kennengelernt. Also. Gut, es gibt so Themen, ja. Also mein Drachenkartenset damals, das ist ja jetzt 10 Jahre alt, ja. Das ist halt schon auch ein Thema, ja. Das ist schon ein Thema, was ins Auge gesprungen ist. Aber natürlich hat dieses Cover dem Ganzen auch geholfen, ja. Ja, klar. Ja. Und Das. ich habe ja danach ein zweites Kartenset gemacht, das Kartenset Avalon und Camelot. Und das hat der Schirner schon aus dem Programm genommen. Das wird nicht mehr aufgelegt, weil das ist nicht gegangen, weil die Bilder nicht gut sind. Die Bilder Okay. sind nicht gut. Die sind nicht gut genug. Sagen wir mal so, ja. Die sind nicht gut genug, damit der Käufer, wenn er irgendwo durch Amazon oder wo auch immer scrollt oder Ja. Thalia oder wenn er auch beim Hugendubel vorm Regal steht, ja, dann liegen die da alle. Wo geht die Hand hin? Ja, die Hand geht nicht hin, sondern zu einer Box, die einfach unschön ist, ja. Richtig.
Genau. Das ist Ja. mit der Kleidung ja nichts anderes. Du guckst ja, du nimmst ja das mit, was dir gefällt, optisch. Ja. Genau. Und der Inhalt ist dir manchmal egal, manchmal, ja, aus was für ein Stoff das ist. Also, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Rat, weil ich sehe das auch. Ich bekomme von ganz vielen Leuten auch immer Karten zugeschickt, die sie selbst drucken lassen, ja. Immer so ein Deck für sich selbst oder. Und dann fragen die mich auch ganz oft nach ihrer Meinung und dann kann ich sagen, es ist nicht mein Geschmack. Und bisher es ist schwer, meinen Geschmack zu treffen, weil ich bin da als Mann sowieso noch viel spezieller, weil das meiste ist ja eine sanfte Energie, ja. Optisch holt mich nicht viel ab. Also ich habe es vorhin schon gesagt, aber dein Drachen und Drachenreiter, das ist so das Alpha und Omega mit dem Seelenreich, das ist genau das, was mir gefällt, aber wahrscheinlich auch wegen dem Zusammenspiel Frau, dieser weiblichen, sanften Energie und dem Drache oder Mann und Drache, weil das einfach, das ist wie Yin und Yang. Ja, also das für mich ist, komplettiert das etwas. Allein Ja. schon dieses Bild. Dieses Titelbild suggestiert mir Kraft, Wärme und Stärke. So, ich habe das gesehen und das habe ich mir gedacht dabei. Ja. Und deswegen, Bilder sind sehr wichtig, da hast du recht. Ja, das ist Sehr, schon sehr, sehr sehr, sehr wichtig. wichtig. Also das würde ich jedem einfach auch empfehlen, weil wenn sich jemand dann schon so hinsetzt und macht sich diese viele Arbeit und die Mühe, ja, die Texte zu entwerfen und dann, ja, dann gehört es einfach dazu, dass man halt einfach auch die Bilder besorgt, ja. Und der Verlag bezahlt das nicht. Ja, es ist also die Aufgabe von jedem Autoren, das druckfertige Produkt abzugeben, und da gehört beim Kartenset halt auch das Bild dazu, ja. Und die kümmern sich dann um alles andere, die setzen das Booklet, die entwerfen die Box und so, ne? Da muss man sich nicht drum kümmern und Marketing, das machen Meister. Marketing und Lektorat und Layout und den ganzen Kram, ja, die haben Grafikabteilungen und aber die Bilder dürfen selbst ja, organisiert werden, wie auch immer. Und es gibt verschiedene Wege, ja. Also ein Weg wäre zum Beispiel auch über, wer es mit Fotos machen möchte, über diese Fotoagenturen, ja, wie Shutterstock oder iStock. Das kann man auch machen, ja. Dann muss man halt immer gucken, man braucht eine erweiterte Lizenz. Was kostet Immer das? Ja. Lizenz kaufen, ganz, ganz wichtig, ja, nicht einfach Erweiterte benutzen. Lizenz, und da in dem Fall muss der Schirner das dann kaufen, ja, weil Okay. der Schirner es verkauft. Ja, also das ist so ein Okay, ja, rechtliches. Aber man Anbieter, kann das erster alles Anbieter. aussuchen und dann halt mit dem Verlag das besprechen. Ja, ihr kauft die Bilder und schickt mir eine Rechnung. Ja, aber ich habe dann keine Rechte an den Bildern. Ja, also der das Produkt verkauft, muss die Rechte haben. Ja, das Was auch finde ich immer ist ein wichtig ist, eigentlich. Leichter Weg, ja, wenn man dann halt für die, was weiß ich, 44 Karten, die man geschrieben hat, da aus etwas findet, was auch harmonisch zusammenpasst, ja. Aber es ist halt Also, nicht individuell dann, ja. Also wenn du jetzt ja. gestalten lässt oder selbst gestaltest, ist es halt wirklich auf deine Botschaft individuell. Genau. Also hier bei Kartenset Bestimmung habe ich das mit Fotos gemacht, ja. Und ich finde, das ist schon ganz schön, ja. Da kann man schon auch was Schönes finden und schöne Bilder, ja. Also Ja, die sind auch toll. die sehr ansprechend sind, ja. Und die sind alle von einer Künstlerin. Das kann man dann schon mal machen. Finde ich auch schön. Das Individuelle ist natürlich, wenn man die gestalten lässt, ja. Ja, Und das ist einfach Drachen und anders, ja. Drachenreiter ist von der Elena Dudina. Der Kontakt steht in der Box mit drin. Ganz hinten im Booklet ist die Homepage auch aufgeführt. Also die kann ich sehr empfehlen als Künstlerin. Die hat auch Seelenreich gemacht. Ja, kann ich Und auch empfehlen. ja, und man kann auch einfach mal gucken, ja, so was für ein Stil gefällt mir, ja, Kartensets Genau. gucken. Und es steht immer, der Künstler wird immer in der Box, also im Booklet erwähnt, ja. Und da Genau. gibt es ganz viele. Also Schirner hat da ganz viele, und da kann man den Künstler anschreiben und fragen und sagen, okay, ich plane Kartenset XY, suche noch jemand, der mir die Bilder macht, ja. Schön. Also auch, dass dieses Netzwerk bereitgestellt wird. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich auch nur für schon bestehende Autoren. Ne? Oder? Jeder Autor hat so seinen Künstler irgendwann mal gefunden, ja, und das gehört einfach ins Impressum, ja, das ist Ja. Pflicht.
Ja. Es ist Pflicht, dass der Künstler erwähnt wird, genauso wie es Pflicht ist, dass ich von Shutterstock oder iStock von den Bildagenturen auch das Foto erwähne mit Nummer aufliste. Das ist einfach Pflicht. Es ist auch Pflicht, dass der Lektor erwähnt wird und die Druckerei. Also man kann sowas immer finden, wenn man dann mal ins Impressum von so einem Kartenset reinguckt. Ja, das Ja. ist, ja, also. Gibt vielleicht Verlage oder wenn es jemand selber macht, der das nicht weiß, dass im Impressum letztendlich alles drinstehen sollte. Ja, aber in der Regel Genau. steht es schon drin. Ja. So auch für alle, die selbst verlegen möchten, ja, ihr könnt es ja auch machen über KDP, das ist jetzt von Amazon oder Thalia bietet das auch an. Wenn ihr euer fertiges Werk einreicht, ja, weil ich habe bisher alles über die zwei Plattformen gemacht, dann müsst auch ihr euer Impressum angeben. Und euer Impressum, wenn ihr jetzt freier Schreiber seid, ist einfach eure Privatadresse. Einfach nur so für euch. Und auch KI-unterstützte Bilder haben eine Nachweispflicht. Also die müsst ihr auch erweiterte Lizenz haben, weil, und das ist ein ganz guter Grund, eine KI setzt ein Bild aus ganz vielen Elementen aus dem Internet zusammen. Das heißt, es könnte immer ein Urheberschutzrecht gebrochen sein. Und einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Es kostet eben ein bisschen Geld, ja. Da reden wir jetzt auch nicht von wenig Geld, aber Nee. Qualität, man sagt ja gerne, Qualität hat seinen Preis und man möchte ja auch selbst damit zufrieden sein. Ja. Ansonsten kann ich Strichmännchen malen und drunter schreiben, du bist Liebe, der Podcast mit Herz und Humor und bin glücklich. Aber das entspricht ja auch nicht dem, was ich verkörpere. Ja? Das von meiner Seite noch, weil da haben mich auch schon viele angefragt, ob sie KI-Bilder einfach benutzen dürfen. Ja. Ja. Nicht einfach. Es ist nicht immer einfach in der heutigen Welt. Es könnte einfach sein, aber es ist nicht immer einfach. Ja, also ja, man sollte immer recherchieren und gucken, ja, darf ich das überhaupt, ja. Und ich habe auch, ich habe mal gerade von dem Drachenkartenset Drachenweisheit, das Bild der Drachenkönigin, ja, das habe ich auf Kaffeetassen gefunden von so einem Riesenkonzern in Amerika. Okay. Ja, die haben das einfach aus dem Internet gefischt und Anja und ich, wir haben die hundertfach angeschrieben, die ignorieren das einfach, ja. Man könnte jetzt natürlich einen Anwalt einschalten, aber das müsste dann die Anja machen, ja, weil diese Rechte des Druckens sind bei der Anja Koska geblieben. Ja, da hat sie aber keine Nerven dazu, hat sie gesagt, ja. Es ist halt einfach, ich finde, es ist einfach nicht richtig, ja. Es ist So. auch dann wieder so ein Kampf, ja, Ja. der ewig geführt wird. Ich bin so einer, ich kämpfe dann gerne diesen Weg, weil ich frage auch Menschen, wenn ich irgendwas nutzen sollte oder nutzen möchte. Und dann hat man mich auch zu fragen, weil nur weil ich eine große Firma bin, das Thema hatte ich gestern erst mit einem Klienten, heißt es nicht, dass du machen kannst, was du willst, ja. Ja, Es ist genau. genauso wie wenn ich Chef bin von meinen Mitarbeitern. Und ich duze meine Mitarbeiter, müssen meine Mitarbeiter mich nicht automatisch siezen, sondern wenn ich du sage, dann dürfen sie auch mit du ansprechen. Aber meist ist es ja so, die Obrigkeit darf duzen und die, wo hochschauen, die müssen siezen, damit Ja, geht oben gar immer weiß, nicht. dass ich oben bin, anstatt im Selbstbewusstsein zu sein, ja. Also sehr, sehr schöne Energie, die da fließt. Ja. Genau. Ja, aber auf jeden Fall möchte Ja. ich jedem auch Mut zusprechen, ja, so seine Visionen zu leben und Total. auszuleben und dann auch sich was trauen, ja, weil ich glaube, viele gehen so einen halbgaren Weg dann, ne? So nicht Ja. so, traut euch ruhig in die Vollen zu gehen, ja, traut euch Richtig. das ruhig, ja, und man muss auch so ein Kartenset mit den Bildern nicht komplett fertig machen, um es im Verlag zu präsentieren, ne, also man kann Die sagen, wollen ja okay, meist nur ein Manuskript, so wie ich das weiß, ne? ja, also jetzt für ein Kartenset wollen die auch Bilder sehen, ja, welcher Künstler macht es, wie sehen die Bilder aus, weil die auch wissen, die Bilder sind das Wichtigste, ja, dann sollten fünf, sechs, sieben Bilder fertig sein, die man schon mal einreicht mit fünf, sechs passenden Texten und einen Einleitungstext und Cover, also Titelvorschläge. Meistens wird es ja dann nochmal verändert. Also so, das wäre so schon mal ein Schritt. Und dann einfach auch nicht, es gibt ja nicht nur Schirner Verlag mit Kartensets, ja. Ganz viele, Gibt's ganz, ganz ganz viele. viele, alle einfach alle anschreiben und Ja, irgendeiner nimmt euch schon. ja, und Ja, ich so, glaube, ja. das Buch Morgaine habe ich dem Schirner Verlag ungefähr fünfmal versucht runterzujubeln. Okay. Wollte er nicht, ja? Wollten sie Irgendwann nicht, mal. wollten sie nicht.
Ja, also der Schirner Verlag ist kein Verlag für Romane. Das sagen die auch selber von sich. Sie verkaufen einfach keine Romane, ja. Das ist eher so Und Sachliteratur, ja, Ratgeber. Fachliteratur, genau, Ratgeber und Kartensets, ja, Vielleicht und sollte ich mal da was einreichen, ne? Wer weiß, wer weiß. wer weiß, Aber da bin ich dann wieder zu sehr im, ich würde gerne alles selber in der Hand haben, das ist da so. es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Wenn Genau, du selber richtig. verkaufst, ist natürlich die Möglichkeit, dass da ein großer Ausgleich zurückfließt, Genau. tausendmal höher wie bei einem Aber Verlag. die allein nur in so einem Katalog zum Beispiel zu erscheinen, ist halt eine Reichweite, die man so dann schon gar nicht bekommt. Ja, also da musst du dann halt auch mit Ads arbeiten, als Solo-Künstler so gesehen. Ja. Schön. Also, Ja, dann ja. Wahnsinn. Ganz wichtig, bevor wir das vergessen, ja, 23. Mai ist ja diesen Monat sogar auch ein spezielles Datum für dich, oder? Oh Ist ja. das richtig im Ich, ho Kopf? ich hoffe ja ein 23. bisschen früher. Mal gucken. Ja, da wird mein neues Kartenset geliefert, das mit dem Titel Phönix, ja, und auch wieder von die Bilder von der Elena gemacht, und sie hat sich diesmal, also sie ist eh mega cool, aber mit diesem Kartenset hat sie sich selbst übertroffen, finde ich, ja. Und das ist ein Feuerwerk, ja. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, und ich bin wirklich immer, boah, wenn dann der Karton kommt und ich den aufschneide, ja, ich heul dann und ich lache und Super. Gänsehaut rauf und Alle runter. Emotionen, alle Und dann bin Emotionen, die ich ich habe. glücklich, und dann plötzlich kommt die Angst, hoffentlich gefällt es den Menschen da draußen. Ja, Naja. das kommt auch immer, ja. Ist normal, das ist Ja, normal, ja. und hoffentlich wird es gut verkauft, ja, weil Schirner hat investiert, ich habe investiert, ja, und Genau. das ist schon auch wichtig, dass das wieder zurückfließt, ja. Also ich mache meine Kartensätze nicht, um Geld zu verdienen, gar nicht, weil das tue ich auch gar nicht, ja. Also, wer das denkt, könnt euch ja mal irgendwann mal mit beschäftigen, ja, mit was da zurückfließt von einem Verlag. Das ist nicht so dolle, ja. Ich Ich wollte mache es gerade sagen. Ja, du darfst gleich weiter. mein Und Kartenset, meine genau. Produkte, die fließen aus meiner Seele, und ich muss das machen. Ja, ich muss das machen. Ich mache es nicht, weil ich denke, da gibt's Geld dafür. Und ich habe kein einziges Thema mir überlegt, sondern die geistige Welt hat gesagt, das, ja. Ja, deswegen ist ja auch jetzt kein Drachenset, ne? So ein Nee, Phönix ist ja was komplett anderes. Also was jetzt, ganz anderes, ja. genau. Was ganz anderes. Und ich Ja. habe schon eine Botschaft davon bekommen und ich kann es nur sagen, Leute. Also ich durfte mir eine ziehen, bevor sie noch im Druck war. Also Ja. ziehen in Form von einer Zahl. Genau. Und die Zahl wurde öfters gezogen, hatte ich auch gehört. Ja, das war witzig, weil ich habe an dem Tag noch meine beste Freundin gefragt, ja, mich sogar aus dem neuen Kartenset eine Botschaft, ja, und ich habe die abgespeichert mit den Zahlen, ne, Karte 1, Karte 2, und dann habt ihr beide die gleiche Karte gezogen, Und es war sehr, sehr spannend, weil es hat zu meiner Situation sehr gut gepasst. Sehr, ja. sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, zu meiner Freundin Mara passt das auch sehr gut, ja, die Ja. verliert sich da, das, naja, egal. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Was ja ganz spannend war, war auch, ich habe ja erst das Drachenkartenset gemacht. Also Drachen ist, da war ja dann schon mein großes Thema, ja. Also da war ich schon sehr tief drin, und auch in dem Thema Avalon ist so mein zweites Thema, war ich ganz tief drin und habe dann das zweite Kartenset gemacht. Und dann ging das so richtig los, dass der Erfolg so kam, ja, so ein bisschen, ja. Und ich so, oh Gott sei Dank, ja. Ja. Dann kommt mein Drache Black zu mir und sagt: Ich muss aussteigen aus diesem spirituellen Programm. Also keine spirituellen Bücher, keine Trance-Reisen, keine Meditation, nix, ja, komplett. Und Okay. ich hab ihn angeguckt und habe gesagt, das kannst du jetzt nicht machen. Jetzt, wo es gerade so ein bisschen losgeht, ja, kannst du mich ja nicht jetzt rausnehmen aus dem Feld. Und doch, er hat's gemacht. Er hat mich sowas von abgekappt, ich konnte nicht channeln, ich habe keine Botschaften. Und dann hat er gesagt, geh ins Leben. Geh ins Leben, ja, und das war in der Dezemberzeit. Ich bin dann auf jeden Weihnachtsmarkt gefahren, habe mir überall einen Glühwein Das ist auch gedödelt, ja. Eine sein, fertige ja? Wurst gegessen, Ja. ja, war ein bisschen shoppen da, und war viel spazieren. Das war schön, ja, meine ganzen Freunde mal wieder aktiviert und getroffen und eingeladen zum Abendessen bei Richtig. mir, und
Und es waren dann so, was kann ich mehr, ich glaube, 6 Wochen. Ich war ganz viel im Kino, ja, weil ich konnte nichts anderes machen. Ging nicht, ja, es ging einfach nicht. Und dann kam Black wieder und hat mich wieder angeknüpft und hat gesagt, so, und jetzt machen wir ein Kartenset mit einem ganz neuen Thema. Und dann sagt er zu mir, Kraft der Weiblichkeit. Und da habe ich gesagt, nein, nein, ich doch nicht. Oh Gott, ja. Und dann habe ich eben noch vorgeschlagen, wie viele andere Schirner-Autorinnen das gut machen könnten. Ja. Und nein, ich musste das machen. Und das war so, so schön. Und ich bin durch einen Heilungsprozess hindurch gelaufen mit diesem Kartenset. Das war ein ganz, ganz wichtiger Part in meinem Leben, ja, all diese Weiblichkeit in mir zu akzeptieren nach diesen vielen, vielen Jahren im Catering-Unternehmen mit Veranstaltungen, ja, wo ich ja sehr männlich zum Teil auftreten musste, ja, damit die Leute auf mich hören. Ich habe dann schon bewusst, wenn ich auf Veranstaltungen gegangen bin, mir einen schwarzen Anzug angezogen, habe meine Haare nach hinten gegelt. Ja, nicht keine blonden Locken, sondern nach hinten die Haare und einen Dutt, damit ich streng aussehe, ja, streng, damit das funktioniert, ja, dass wenn die aufbauen müssen, wir haben ein Zeitfenster für das und ja, und das sind alles diese Menschen, mit denen man zu tun hat, ja, die versuchen einem ständig zu entfleuchen. Ich gehe mal kurz eine Zigarette. Nein, erst wird die Elektrik hier fertig, ja. Hast du den Starkstrom schon angeschlossen? Steht schon das Waffeleisen und ja und so, ne? Und ich musste da wirklich manchmal in eine sehr dominante und harte Rolle einschlüpfen, damit ja so feldwebelmäßig. Und nach 10 Jahren prägt das, ja. Und das war genau richtig. Das war genau richtig, dieses, ich konnte das dann loslassen. Eigentherapie war es dann, ja, für dich. Alles, was ich hier in meinem Shop anbiete, ist Das Eigentherapie. sage ich auch immer. Auch jede Aus bei uns ist es nicht anders. Jedes Coaching, jede Ausbildung, zum Beispiel, wenn man bei uns in die Ausbildung geht und man hat Selbstliebe und inneres Kind gerade als Modul, das ist für jeden immer die Reise zum eigenen Ich noch. Dass man überhaupt verstehen kann, was das Problem des Gegenübers ist. Dass man überhaupt dieses Gefühl auch haben kann, wie das ist, gerade dieses Problem zu haben. Und das alles, was ein Mensch von Herzen her anbietet, was zu ihm gehört, ist immer auch Eigentherapie. Das ist sehr schön, dass du das jetzt noch so erwähnst. Das hatte ich heute gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber super. Ja, alles, was ich, jedes Buch, das ich geschrieben habe, jedes Kartenset, bin ich ja, jede Übung bin ich durchlaufen. Ich habe jede Übung gemacht. Ja. Das ist schön. Ja. Und nicht nur einmal, sondern richtig tief zelebriert. Ja, und ja, also gerade so das Kartenset Drachenweisheit, da kam ja ab und zu mal dann so ein Feedback per E-Mail von Leuten, die dann gesagt haben, du, dieses Kartenset muss ich jetzt mal ganz weit wegpacken. Und ich so, warum? Das macht so viel. Ja, Und super. es ist so Das ist sehr gut. anstrengend. Ja. Sehr gut. Und dann das habe ich ganz oft gehört, das Kartenset, das ist so anstrengend, diese Übungen. Ah ja, von nichts kommt nichts. Ja, Ist es. also wir Genau. dürfen einfach etwas tun, ja, Ja, und Prozess muss durchlaufen werden. Das nur ja. so haben wir auch die innere Zufriedenheit, dass wir was erreicht haben. Ja, das ist auch immer so ein psychologischer Effekt dahinter noch. Ja, ich bin diesen Weg gegangen und jetzt habe ich was Gutes für mich getan. Ja. Genau. Aber Ja, schön, dass die du, dass man dich so abgekapselt hatte, dass du leben darfst, weil danach kam ja erstmal ein bisschen dann Trauerarbeit wahrscheinlich und Eigentherapie, dass du einfach auch den Akku dafür hattest, ja, dass du gesagt hast, guck mal, ich hatte jetzt so eine schöne Zeit, 6, 7 Wochen lang. Das ist super. Also finde ich echt Ja, toll. also das war ganz, ganz schön und das war auch sehr, sehr bewegend. Also in dem Kartenset Kraft der Weiblichkeit sind ja dann weibliche Energien aus verschiedenen Feldern, ja, also aus den Feldern der Priesterinnen, der Elbendamen, ja, aber auch aus der Natur, der Blüten und Bäume sind dann zu mir gekommen. Auch natürlich auch Göttinnen, logisch, ja, die gehören auf jeden Fall dazu. Und das war immer gleich. Ich habe mich dann in mein Büro gesetzt an den Schreibtisch und war dann, habe gesagt, oh, okay, heute, wer kommt? Ja, und dann ist immer im Büro wirklich eine Lichtpforte aufgegangen und es kam eine Schön. dieser weiblichen Energien in mein Büro.
Und dann habe ich geschrieben und habe die Botschaft aufgenommen und habe dann auch diese Heilenergie, die jede Einzelne mitgebracht hat, ja, durch mich hindurchlaufen lassen. Und das war sensationell. Es war wirklich sensationell. Sehr Ja, schön. und dadurch, dass ich das immer so mache, ja, so sehr intensiv, dauert das manchmal ewig, ja. Das ist Ich ja. meine, so ein Text für eine Karte ist ja ganz kurz, den könnte man in 10 Minuten schreiben. Ich habe aber manchmal 2, 3 Stunden dafür gebraucht, ja, weil ich einfach da in dem das alles wirklich Wort für Wort gelebt, durchlebt habe. Es floss durch mich durch, die Energie war im Raum. Und ist wirklich auch eins der Kartensets, das ich für mich auch immer gerne hernehme, ja, wenn ich dann mal so feststecke. Ich mag diese weiblichen Energien, ja, ich mag das sehr. Ist dann auch wieder so dein innerer Wegweiser, ja, wenn du sagst, dass du es gerne mal wieder zur Hand nimmst. Ich nehme die gerne bei mir in den Selbstliebe-Coachings. Also wenn jemand sagen kann, er weiß gerade nicht, was ihn stört, dann ziehe ich da gerne Karte. Ich finde die, weil ich finde die zu tiefgehend. Deswegen finde ich das sehr, sehr passend, zu tiefgehend für so eine Kollektiv-Orakellegung. Weil ich bin ja zum Beispiel auch jemand, ich habe noch nie, außer bei dir jetzt, weil mich dein Schreibstil interessiert hat, ich lese niemals die Beibücher. Auch wenn da nur ein Begriff auf einer Karte steht, hat das ja einen Zusammenhang mit dem Gesamtbild gerade. Immer, Und ja. dann gehe ich halt in meine eigene Energie auch, was ich damit verknüpfe. Ich finde, das sollten die Leute auch machen, weil viele gucken dann ins Buch und sind so fixiert und können dann ihre eigene Anbindung so an die Quelle so gar nicht finden. Deswegen finde ich diese Karten, die manchmal nur einen Begriff haben, super. Ja? Wo ein Schlagwort draufsteht, Selbstliebe, ja, oder Fruchtbarkeit. Fruchtbar kann so vieles sein. Ja. Trotzdem, wenn du einen Schmerz hast, dass du zum Beispiel keine Kinder gerade hast oder sowas, dann löst es genau das gerade bei dir aus. Und dieses Wort hat so viel Macht. Deswegen sehr, sehr schön. Und ich finde es trotzdem spannend, du hast vor, wir reden schon über 1 Stunde, das ist ja Wahnsinn. Du hast vor einer halben Stunde oder so gesagt, Rechtschreibung eine 6 und du machst Orakelkarten und schreibst Bücher. Wie viel Überwindung hat dich das denn gekostet? Ja, frag mich nach Sonnenschein. Ja. Okay. Also, ich habe ja mit dem Merlin-Buch habe ich ja angefangen. Ja, das war so das allererste. Und das Merlin-Buch ist ja über viele Jahre entstanden, ne? Immer mal wieder ein bisschen. Und währenddem ich habe immer meditiert, habe in den Meditationen Merlin getroffen und habe das dann aufgeschrieben. Für mich. Ja, damit ich nichts vergesse für mich. Und irgendwann sagt Merlin zu mir so, und heute schreibst du bitte die erste Übung für deine Leser auf. Und da habe ich meinen Stift, weil ich habe oft in der Meditation geschrieben, so mitgeschrieben, ja, auf meinem so Meditationskissen, hatte so einen Block. Manchmal konnte man das nicht lesen, aber manchmal schon, ja. Und ich habe meinen Stift quer durchs Zimmer geschmissen. Das war meine Reaktion, ja. Ich bin sofort aus der Meditation ausgeschwommen, ich bin aufgesprungen, bin aus dem Zimmer gelaufen, ja. Und habe so gedacht, nein, lesen, andere Menschen lesen, mein Gekrakel hier, ja, nein, auf gar keinen Fall, ja, auf So gar keinen sympathisch. Fall, ja. Ja, und ich habe dann bin dann nächsten Tag mit einer Freundin spazieren gegangen und habe ihr das erzählt und habe gesagt, so, und ich lösche das jetzt, ja, damit die da nicht auf die Idee kommen, ja. Ich lösche das jetzt und höre auf damit. Und das, was mir dann wirklich geholfen hat, war, dass diese Freundin, die hat mich sowas von angeschrien, ja. Ich habe mich wirklich angeschrien, damit ich auffahre, ja, wie kannst du das nur? Und sie hat dann auch gesagt, das ist doch egal, das liest die. Und wenn ich es für dich mache, hat sie gesagt, ich lese es dir und korrigiere es, ja. Und das war so ein Moment der Hilfestellung, die ich gebraucht habe, ja, weil ich war. Ja, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass jemand anders für mich in Ordnung bringen könnte, ja. Ja. Ja, und das war eine große, große Angst. Also Und auch wieder eine schöne Botschaft fürs Außen. Keine Angst, es gibt für alles eine Lösung, ne? ja. Und schlecht gibt's nicht, weil es gibt immer jemand, der was verbessern kann. Es gibt immer Hilfe. Es Das gibt ist so für schön. alles immer Hilfe. Man muss nur danach fragen. Genau, man muss zu sich stehen und Ja. sagen, dieses Defizit habe ich, bitte helf mir dabei. Genau. Super, toll. Genau Ja, das ist das, was man verkörpert. und man muss es auch manchmal einfach nur ins Universum hinaus sagen, ne? Das Also kommt von ist ganz nicht, allein.
Ja, Ja, und man muss es immer 100%. wieder sagen, ich brauche da Hilfe, ja. Also das kann Ja. ich nur bestätigen. Ich habe angefangen, 2018 im August habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin live gegangen auf YouTube mit einer Kartenlegung. Gratis. Und da waren 5 Zuschauer. Und ich habe mir gesagt, wenn am nächsten Tag wieder 5 Zuschauer da sind, mache ich weiter und ansonsten nicht. So. Am nächsten Tag waren es 20 Zuschauer und dann waren wir irgendwann bei 200 Zuschauern in der ersten Woche. Dann hat mir eine Dame zurückgeschrieben, Timo, deine Antwort, und das war eine Ja-Nein-Frage, ich habe nur ein bisschen ausgeführt, weil 5 Leute, da hast du Zeit zu sprechen, ja. Ja. Die hat mir so weitergeholfen. Guck mal, ich habe dir was gemacht. Und da hat sie mir ein Logo geschickt, Ach, ist es. weil sie Grafikdesignerin ist. Und ich hatte ja kein Logo. Ich habe mich ja einen Tag vorher selbstständig gemacht, so einfach Timo Posewert Karten legen, Timos Lichtblick. So hieß ich schon immer. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, danke. Also es war mein altes Logo bis vor einem Monat noch. War Oh. das jetzt 7 Jahre mein Begleiter, aber jetzt bin ich nicht mehr nur Timo, sondern ich habe ja jetzt ein Team mittlerweile aufgebaut und ich finde, das verkörpert nicht mehr Timos Lichtblick, Kartenlegen mit Herz und Humor ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist noch ein Teil von mir und es gehört auch zu mir, aber da kam sie einfach. Und sie hat gesagt, ist egal, sie hat da jetzt 3 Stunden Arbeit investiert, das hat sie gern gemacht. Also das hieß, ich hatte keine Ahnung, wie man ein Logo erstellt und ich hatte ein Logo. So ging es dann auch mit meiner Webseite. Auch hat auch eine Dame gemacht, die sich bedankt hat, hat gesagt, ich mache dir das in 20 Minuten fertig. Und das war wirklich auch für mich schön. So war es mit meinem ersten Videocutter. Der kam durch sein, ich habe seine Frau gecoacht und der hat gesagt, ich bin dir so dankbar. Guck mal, normalerweise ist das so teuer. Ich mache dir das Ganze für 500 € im Monat. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, zeig mir mal, wie das geht. Ich möchte das alles selber lernen. So habe ich mich aufgebaut, mein Wissen, aber hatte immer zu dem Zeitpunkt jemanden an meiner Seite, der mir hilft. Und ich habe es auch immer rausgesprochen. Ich habe gesagt, oh, meine Videos sind langsam so, dass ich vielleicht mal ein paar Effekte reinhaben möchte. Und einen Tag später sagt er mir das. Ja. Und das ist einfach, wenn ihr wirklich wollt, ihr müsst euch nur trauen, eure wahren Wünsche auch auszusprechen. Ja. Super toll. Auf jeden Fall. Und auch dieses, die finanzielle Geschichte, ne? So, wenn Ja, jetzt das ist die größte einige so, Angst. ja, auch da sagt es dem Universum. Ja? Sagt es dem Universum, ja. Ich brauche Geld, ja. Also nicht so, ich wäre jetzt bereit für eventuell für Ja. Fülle, ja, Ja. sondern nein, die Ich wäre geistige bereit, Welt möchte eventuell. klare Ja. Ansagen, ja. Und die geistige Welt reagiert nur auf Klarheit. So ist Ja. es. Und So wenn ist du es. Geld brauchst, bitte um Geld. Und Richtig. wenn du Fülle brauchst, dann kann die geistige Welt, da ist sie unsicher, die weiß nicht, willst du jetzt Geld oder willst du Weisheit, willst du Wissen, Liebe, willst du? Genau. willst du zunehmen? Ja. 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 Ich weiß noch eine, ich hatte mal eine Bekannte, die hat so Fülle-Rituale gemacht, ganz viele, die ist dick geworden. Ja, weil sie war Ja. unklar, die war mit ihren Gedanken, mit dem ganz anderen, also mit allem anderen in ihrem System, war die mit was ganz anderem beschäftigt, ja, und Ja. die geistige Welt, hat das nicht verstehen können. So, so wahnsinnig, wie das arbeitet. Aber ich kann das auch sagen bei den Coachings zum Beispiel. Sie sind zwar geldintensiv, also ich muss aber sagen, wir sind da sehr, sehr menschlich noch. Aber A kann man ja auch zum Beispiel darum bitten, das in Raten zu zahlen, weil ich sage, guck mal, Timo, 200 € habe ich jeden Monat, wäre das okay? Oder, und das passiert ganz, ganz häufig, was mich immer wieder erstaunen lässt. Weil da merkt man, diese Menschen sind wirklich im Reinen und wollen das. Ich hatte mal eine Dame, die hat gesagt, Timo, ich habe mein ganzes Geld in Coachings verbrannt. Ich habe kein Geld mehr. Mein Herz sagt aber, du kannst mir helfen. Und das Coaching-Programm, das wird ja bei uns immer individuell gestaltet. Das geht von 2.000 bis 6.000 €, je nachdem, wie intensiv dein Coaching ist. Und dann sagt sie, ich kann dir aber 50 € von Herzen im Monat geben. Und mein Gefühl hat mir gesagt, mach das, Timo, weil du spürst gerade, du bist so ihr einziger Halt noch im Leben. Und dann habe ich gesagt, du gibst mir das, was du kannst. Einfach so. Die hat mir im ersten Monat 20 € überwiesen. Im zweiten Monat hat sie mir 30 € überwiesen. Und im dritten Monat hat sie 3.600 € überwiesen, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht warum, aber sie hat eine Abfindung vom alten Arbeitgeber bekommen. Auf das hat sie über ein Jahr gewartet.
Und sie ist jetzt nur noch dankbar. Also ohne zu sagen, die hat einfach die komplette Summe überwiesen. Weil Ja. sie gesagt hat, das ist nicht normal, dass man das macht, Timo, und das ist meine Dankbarkeit. Sie hätte ja auch weiterhin zahlen können, so 50 Euro, ich hätte es ja nicht gewusst. Ja. Aber diese Authentizität dahinter, man bekommt das Geld, wenn man es braucht. Ja, und Ja. das erlebe ich auch immer wieder. Und schreckt nicht zurück, wenn ihr solche hohen Summen hört, kann ich auch nur sagen. Weil 3.000 Euro oder 4.000 Euro oder 5, es klingt enorm viel und es ist viel Geld. Wenn ihr das aber auf die Monate schon runterrechnet, ist es weniger. Und wenn ihr dann überlegt, wie glücklich man danach sein kann, nachdem man diesen Weg gegangen ist, dann ist es eigentlich gar kein Geld mehr, sondern dann war es ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil ich mich entfalten kann. Ja, das ist ja immer das, was vergessen wird. Ein Coaching ist ja nicht dafür da, dass ich dir ein Programm verkaufe, sondern wir stehen dafür da, dass du danach glücklich bist. Ja? Oder bei dir ankommst eben. Ja. Und so wird es bei deinen Workshops wahrscheinlich auch sein, oder? Ja, Die sind jetzt natürlich nicht so hochpreisig, denke ich mal. also die Wochenend-Workshops natürlich nicht, ja. Also ich habe Ja. jetzt im Juli einen für 159 €, ja, der geht über 3 oder 4 Tage, also erstmal Abende und dann noch einen Vormittag. Aber die Ausbildung zum Chakra Liberation Trainer, die liegt auch bei 1900. Die Naja. geht über 7 Monate. Ja, Ja, das das finde ich nicht teuer. Also wenn man guckt, was absolut andere nicht. nehmen, das ist ein Geschenk. Ja. Und die Wiederholer, die zahlen ganz wenig. Ja, also hier wird auch die angeboten. Und ich habe jetzt in der Gruppe aktuell ein Drittel Wiederholer. Okay. Ich telefoniere mit denen auch, ja, in Einzelgesprächen kriegt jeder ein Telefonat und die Wiederholer, sie machen mir immer am allermeisten Spaß, weil ich dann immer frage, na, und wie ist es so als Wiederholer? Und da sagen alles Gleiche, alle. Das ist der Wahnsinn, ja. Das ist der Wahnsinn, wie tief das sinkt beim zweiten Mal. Ja, beim ersten Mal denkt man schon, wow, da tut sich viel, ja. Und beim zweiten Mal ist es dann der absolute Crash, ja, in einer Form von höchster Transformation, ja. Also da, und viele sagen dann, ich bin nur noch am Grinsen. Das ist Ja, super, ich bin super. nur noch am Grinsen. Das ist so schön, ja. Aber das heißt, man kann dich, also du hast gerade gesagt, Wochenend-Workshops, man kann dich auch in Präsenz sehen, ja? Es gibt einen Präsenzworkshop im Jahr. Der findet im Odenwald statt, im Odenwald-Institut. Dieses Jahr, also im August ist der dieses Jahr und der ist unter dem Motto Dein Weg, ja, dein Weg, deine Bestimmung. Ich mache ja das richtig klare Programm erst kurz vorher, dann, ne, wenn die Gruppe steht, wenn ich ein Gefühl habe, so wäre Für es die da, Energie ja. auch, ja, super. Mache ich auch so. Jetzt ist es erstmal ein grober Rahmen, um was es geht, ja, Genau. und das wird wieder sehr, sehr intensiv, ja, und der Odenwald-Institut, das ist ja die Wurzel meiner weiblichen Ahnenlinie. Ja, das ist auch sehr spannend, ja, weil ich habe ja überall mal gewohnt, bin ja 13 Mal in meinem Leben umgezogen, jetzt wieder Das kenne ich. zurück in den Odenwald, wo ich ja ursprünglich geboren bin, ja. Auf der Tromm, ja, so heißt das da, im Odenwald-Institut, dort ist meine Uroma geboren, also meine Urahnen, die Uroma, die Ururoma und meine Oma, die sind dort geboren und haben dort gelebt und sind dort aufgewachsen. Und das Haus von der Uroma, die ich ja noch kannte als Kind, ja, das steht gleich am Ortsschild rechts. Da fahre ich jedes Mal grinsend dran vorbei mit so einem Gruß. Hallo Uroma, ja, Ja, schön. warst echt eine coole Frau, eine ganz coole Frau, wirklich. Die auch, weiß gar nicht, 99, glaube ich, wurde. Wow. Ja. Vor allem damals, wow. Ja. Ja, tolle Frau, und die hat zum Schluss mit 99 im Rollstuhl gesessen und war schon sehr hutzelig, ja, aber die hatte Augen, ja, die hat sowas von gestrahlt und geleuchtet und war immer nur glücklich und am Lachen. Schön. Ja. Das ist schön. Werde es nie vergessen, wie die im Rollstuhl dann immer noch einen Stock, ja, um mal was herzuholen und so, ihren Ja, Gehstock, ja. super. Also sie wusste sich zu In der helfen, auf Hand, jeden Fall. ja, herrlich, herrlich, eine tolle Frau, ja, wirklich. Schön. Und ich merke einfach, wenn ich dort bin, deswegen lasse ich auch jetzt, ich werde nicht mehr woanders hingehen, denke ich mal, weiß noch Schön. nicht. Aber das heißt, den Präsenzworkshop, das kann man, oder deine allgemeinen Workshops
kriegt man alles über deinen Shop dann, ne? Genau, ja. Okay. Also Den die. verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten. Goldkamille-shop.de war das, oder? Richtig, ja. Super. Hey, gut gemerkt. Ich bin da so Gut oft drauf. gemerkt. Ja. Ja, ich bin mir immer unschlüssig, ob Minus oder nicht, weil viele mögen so ein Minus gar nicht. Aber in unserem Shop spiritual-shop.de ist ja auch ein Minus und ich finde das einfach viel schöner vom Anblick her auch. Ja. Alleine nur das Minus, weil Goldkamille Shop fände ich schon ein langes Wort. Genau. Und warum nicht das Minus? Jetzt doch wieder nur Bewertung im Spiel, oder? Ja, aber so ist halt unsere Gesellschaft leider. Ja, das ist auch was ganz Übles, ja. Und das ist so wichtig auch auf dem Weg der Selbstliebe. Aufhören mit der Bewertung. Wenn du es Genau. schaffst, im Außen aufzuhören, mit alles zu bewerten zu wollen, in gut und schlecht, und dann wirst du auch für dich im Inneren aufhören, dich selbstständig in gut und schlechte Kategorien zu bewerten. Ja. Letztendlich geht es ja nur um das Sein, ja. Also, ach, ich finde das so schrecklich. Ich habe auch gerade die Tage wieder durchs Instagram gespult mal und guck da immer mal rein. Da waren dann wieder so Videos, wo auch so in der spirituellen Welt dann der eine was Schlechtes über den anderen sagt. Das ist Ja. Ach Gott, wie der größte Kindergarten, den es gibt. Also Wahnsinn! ich hab wirklich gedacht, in der Altenpflege, wo viele Frauen aufeinander sitzen, gibt es viel Neidpotenzial. Das ist normal. Auch bei Männern, wo viele Männer untereinander sitzen, gibt es viel Neidpotenzial. Ich dachte, da habe ich alles erlebt. Aber was ich jetzt in diesen 8 Jahren schon erlebt haben musste, das kann man keinem Menschen erzählen. Und da zählen große Namen dazu, da zählen kleine Namen dazu. Und ich denke mir mittlerweile, im ersten halben Jahr bin ich immer dagegen gegangen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, hä, du machst gerade genau das Gleiche wie die. Ja. Warum gehst du dagegen? Lass den doch kommentieren. Oh, kopierst du. Und du hast genau, ich habe genau gewusst, ich wurde kopiert. Und deswegen bin ich dagegen gegangen, weil ich bin sehr Gerechtigkeitsfanatiker als Waage auch so ein bisschen. Und irgendwann dachte ich mir, nee, Timo, du bist in deiner Balance. Weil wenn du einfach weitergehst und die gar nicht mehr beachtest, gehst du weiter deinen Weg. Ja? Und jeder da draußen sollte das machen. Immer den eigenen Weg im Blick haben. Mich fragen auch immer ganz viele, ja, wie findest du die Videos von der Kartenlegerin oder von ihm? Und ich sage, ich kenne die alle gar nicht. Also, Ja. weil ich mich damit gar nicht beschäftige. Ich habe meine Klienten, ich habe meine Familie, ich habe so viel in meinem Leben, was ich schön finde, was mir gut tut, Freunde, Erlebnisse, dass ich gar nicht den Blick habe, was macht denn die Konkurrenz? Ja, also Ja. Neid wird es leider immer geben, wo Geld mitfließt. Ja, leider. Oder Erfolg. Oder Erfolg. In Amerika ist das ganz anders zum Beispiel. Also da, als ich da im Schüleraustausch früher war, da wurde demjenigen mit dem großen Auto gratuliert und gefragt, wie er das gemacht hat, weil ich will auch Ansporn haben, das zu erreichen. Ja. Das ist halt auch eine Mentalitätssache, ne? Ein Ganz bisschen klar. schon, ja. 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 Das ist schon echt manchmal ein bisschen traurig. Also ich bekomme ja auch ganz oft von meinen Damen und Herren, die mir schon jahrelang folgen, immer mal einen Link geschickt, guck mal dahin, der YouTube, da guck mal. Was sagst du denn da dazu? Ja, und da schreibe ich immer zurück, ich gucke mir das nicht an, ich will das nicht wissen. Ja, wenn du was wissen willst von mir, stell du mir eine Frage. Aber ich gucke mir keine YouTube, ja, weil das ist so dieses Verführen wollen. Ne? Dann hat die letzte war, ist er wirklich erst vor kurzem gewesen. Ja, aber die spricht schlecht über die Engel. Ja, soll sie. Ja. Ist ihr Ding. Ist doch, was hast du denn jetzt damit zu tun? Du Ja, bist ja nicht der also, Beschützer der spirituellen Welt. ja, und So, es wird immer jemand geben, der schlecht über irgendwas. Es gibt ganz natürlich. viele Das ist ja Videos, die Dualität. da Also. wird schlecht über das Pentagramm gesprochen, es wird schlecht über die Magie gesprochen. Und ich sage immer, folgt einfach dem Barometer der Liebe. Ja, was macht das mit dir? Ja, Macht es dich genau. flauschig? Erfüllt es dich mit Liebe? Ja. Oder macht es mit dir Zweifel? Oder gar Angst, ja, dann Genau. weißt du doch, wo es herkommt. Ja. Dann weißt du genau, aus welcher Ecke das kommt. Genau. Weil etwas, was aus einer dunklen, dämonischen Energie kommt, das, was ich, ja, das, was wir halt eben nicht wollen, Energie, ja, dann wird es in dir auch immer Zweifel auslösen
und Genau. Angst. Genau. Ja. Ja. Und wenn es aber doch aus der lichtvollen Ecke kommt, ja, dann wird es in dir Liebe auslösen, Dankbarkeit, du wirst lächeln, du wirst sowas wirst du ja dann nicht jemandem schicken wollen und fragen wollen, guck da mal hin, ist das in Ordnung, ja. Ja. Dabei, das ganz logisch in Ordnung ist. Und alles, wo du zweifelst, einfach abhaken, weg, nicht gucken, ja. Gar nicht mit in Resonanz gehen in diese Richtig. Angstfelder. Aber das ist das, was ich, das ist aber modernes Marketing. Pain Point treffen, also die Angst schüren und dann den möglichen einzigen Weg daraus suggestieren. Ja? Das ist einfach nur Marketing. Und Marketing ist ja auch etwas, wo manipuliert, so gesehen. Ne? Ja. Deswegen jemand, der ehrliches Marketing, der sagt nicht, du bist der Einzige. Also ich bin der Einzige. Ich bin Wie auch bist nicht du der nicht? Einzige. Also es gibt so viele Menschen, ich möchte nicht die Verantwortung für 8 Milliarden Menschen haben. Kann ich gar nicht sein. Oh Gott, um Gottes Wo Willen. bleibt denn ich? Wo bleibt denn ich? Ja, also da sind wir auch wieder beim Thema Selbstliebe. Wo bleibt denn ich dann? Ja, Ja, und und deswegen sage ich auch immer gerne zu Menschen, wenn Leute die ganze Zeit nur auf deinem Schmerz rumtrampeln, dann wollen sie entweder dich manipulieren oder was verkaufen. Weil ich trampel nicht nur auf deinem Schmerz rum, sondern ich zeig dir, dein Schmerz kann auch gelöst werden. Ja? ja. Den Schmerz ansprechen ist wichtig, das ist ehrlich, authentisch, aber nicht die ganze Zeit, da guck nochmal, der ist dir fremdgegangen zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema, was so häufig als Manipulationsgrund ja, genommen wird. Das ist unglaublich. Ja, Ja, Wahnsinn. 1,5 Stunden sind wir jetzt am Reden. Jedes schöne Gespräch muss irgendwann auch mal enden, weil der Podcast, es gibt wenig Menschen, die es heutzutage noch so lange aushalten, irgendwas auf Dauer anzuhören. Was möchtest du denn den Menschen mitgeben? Du darfst hier den Abschluss machen. Ich sag schon mal, wer mit uns zusammenarbeiten will, auch unsere Links sind unten in der Videobeschreibung von der lieben Christina Rana Fader, tun wir auch alles verlinken. Das wird wahrscheinlich sogar schon am Freitag, den, was haben wir heute, den 10.5. Wahrscheinlich kommt es heute Abend schon online. Wow. Ja, ich finde, freitags kommt immer der Podcast und ich glaube, das Gespräch war so interessant, dass das die Welt hören sollte. Ja, super. Genau, ich übergebe dir das letzte Wort. Oje, oje, Ja, das ist doch schön. immer gerade so schnell übergerollt. Letztes Wort. Ja, du da, oder auch den letzten Impuls. Du darfst auch gerne Worte nutzen. Okay. In meinen ganzen Workshops und Ausbildungen gibt es einen Satz, den ich immer, immer, immer wieder sage. Und das ist für mich eins meiner heiligsten Mantren geworden. Und meine ganzen Peoples, die mit mir immer den Weg gehen, also die ich begleiten darf, ja, die haben den auch in ihrer Aura sowas von Schwingen, ja. Und dieser Satz ist, alles ist möglich. Und diese Worte möchte ich euch, möchte ich dir mit auf den Weg geben. Nimm diesen Satz mal für die nächsten Wochen oder Monate mal verstärkt in dein Leben, verstärkt in dein System. Lass diesen Satz mal durch deine Chakren fließen. Atme diesen Satz ein, schreib ihn dir auf den Körper, häng ein großes Schild an deinen Kühlschrank, häng ein Schild an deinen Spiegel im Bad. Alles ist möglich. Und geh mal eine Zeit lang mit diesem Satz, weil Worte sind mächtig, sind machtvoll. Worte verändern uns. Worte sind Magie und von daher ist dieser Satz ja ein Schlüssel für ganz, ganz viel. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Leben und denkt immer dran, lächeln. Jetzt muss ich doch noch was sagen. Vergesst nicht, der lieben Christine, ihren Kanal auch zu abonnieren. Wie gesagt, ihr findet alles in der Videobeschreibung. Abonniert auch den Podcast auf Spotify, Amazon Music, RTL Plus und wo ihr ihn auch noch hören und finden könnt. Er ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Ich danke dir für deine Zeit. Das war mir eine sehr, sehr große Ehre. Ich freue mich auch Danke auf dir. unser nächstes Coaching-Gespräch und jetzt au revoir. Winke, winke.